Herzlich willkommen zur kleinen Kräuterkunde mit der Kräuterfrau Ruth Pfennighaus. Ruth, an deinen Garten angrenzend ist eine Wiese. Und da gibt es auch ganz viele Schätze. Ja. Wir haben hier den Löwenzahn. Der Löwenzahn gehört zu den, ach du grünen Neuen, also zu den Pflanzen, die eigentlich zur Frühjahrskur dazugehören. Die sind von Anfang an mit dabei und sehr allumfassend als Heilpflanze. Wobei unterstützen die uns oder was helfen die uns? Sie wurde Ginseng des Nordens genannt. Also wir kaufen gerne Pflanzen, Hauptsache sie sind teuer und kommen aus China oder so. Und dabei wächst das Gesunde bei uns. Ja, das ist also eine Bitterstoffpflanze, die für Leber und Galle sehr gut ist, also sehr bitterstoffreich ist. Sie wird auch die Pissblume genannt. Wieso das denn? Ja, sie ist sehr entwässernd. Sie hat ganz viele gute Eigenschaften. Also in der Frühjahrskur kannst du sie mitnehmen. Also ist ganz wichtig, in Salat zum Beispiel zur Entgiftung zu nehmen. Der Löwenzahn wächst ja eigentlich überall. Ne? Ich brauche eigentlich bloß rausgehen und dann habe ich ihn. Nur gucken, wo nicht gedüngt ist wo nicht gerade ein Hund. Ganz genau, wo keine Straßen, ganz genau, wo keine Autos fahren, wo keine Hunde sind, dass man seine Biowiese, die muss man finden. Ob man die auf dem Friedhof findet, da ist es ganz bio, oder auf der Wiese. Also wenn man was sucht, dann findet man das. Ne? Und dann kann man einfach so ein paar Blättchen immer mal zwischendurch essen oder im Salat nehmen, sich in Smoothie reinmachen oder auch gut in eine Suppe mitkochen. Also der Löwenzahn, den kann man von Kopf bis Stiel essen. Und zwar die Blätter, das ist das Einfachste, das haben wir das ganze Jahr. Aber im Frühling wachsen ja auch die Blüten. Wunderschön gelb auch. Und das habe ich mir angewöhnt, immer so am Tag 3-4 Blüten zu essen. Das ist dann zur Leberreinigung. Und dass wir die Bitterstoffe kriegen. Gut kauen, dann kaut man mal die Blüten. Auch im Stiel, da ist so ein weißer Saft drin, der ist nicht giftig. Der macht so die Sachen schmutzig, aber da sind besonders viel Bitterstoffe drin. Mhm. Und im Frühling muss ich manchmal viel Löwenzahn, der sich zu breit macht, ausmachen. Und die Wurzeln sind sehr gut. Also der Löwenzahn ist eine gute Pflanze für Diabetiker, weil das Inulin da drin den Zuckerstoffwechsel umgeht. Und ich mache dann manchmal, wenn ich denke, oh, so viel Wurzel, die wasche ich dann und es ist in Salat oder in Tee oder kann sie auch trocknen. Also der Löwenzahn ist vom Kopf bis Fuß wirklich eine absolute Heilpflanze, von oben bis unten. Dann nehmen wir uns doch noch ein bisschen was mit. Ja, hier haben wir. Und verarbeiten das auch. Ist ja egal, wie groß die sind, ne? Ganz genau. Und früher hat man wieder schön dazu gesungen. Der Löwenzahn, der hat so manchem wohlgetan. Der Leber und der Galle hilft er auf jeden Falle. So kann man sich besser merken. Ja, das stimmt. Jetzt verarbeiten wir den kraftvollen Löwenzahn. Ja. Was kann ich aus dem alles machen, sodass er mir dann nachher wirklich gut tut? Der Löwenzahn gehört ja zu unseren 8 grünen 9 und der gibt uns richtig einen Tritt in den Hintern. Alle Drüsen werden angeregt. Sebastian Kneip sagt, das ist das absolute Rheumamittel. Es räumt mit faulen Säften aus. Also beim Löwenzahn würde ich immer sagen, solange das ganze Jahr über in die Wildkräuterküche. Der muss frisch gegessen werden. Also in Salat jeden Tag Löwenzahn essen. Oder zwei für das Kaninchen, zwei für mich. Genau, so ungefähr. Vielleicht sogar 3 für mich. Okay. Dem Kaninchen geht es besser als mir. Siehst du? Ist lebendiger. Das ist also, Wildkräuterküche ist das Erste und Wichtigste. Und dann einfach, dass ich Tee frisch trinke, ob ich nur Diabetiker bin oder ob ich zur Frühjahrskur haben will und einfach mehr in der Rekonvaleszenz, die Bitterstoffe geben uns wirklich Kraft. Und dass ich dann einfach auch für den Winter Tee habe, ob ich jetzt die Blätter trockne oder die Wurzel trockne. Oder die Blüte, du hast hier im die Glas Blüten, auch Blüten. Ganz genau. Man guckt immer jetzt die Zeit, dann die Wiesen sind voll gelb der Blüten, dann sammle ich die, dann sind wieder die Blätter dran. Im Herbst denke ich, oh Mann, oder im Frühling, jetzt sind so viele Wurzeln, kann ich die auch trocknen? Und weil das so eine Pflanze ist, die so wichtig ist, kann ich daraus auch einen schönen Schwedenbitter machen. Also hier sehen wir könnten ihn in Alkohol einfach einlegen,
dann wäre das eine Löwenzahntinktur. Aber wir können einfach auch ein Schwedenbitter machen. Ich habe hier noch zwei Bitterpflanzen mitgebracht. Das ist einmal die Schafgarbe. Ist auch eine sehr reiche Bitterstoffpflanze. Und den Beifuß. Also Beifuß kennen die Leute oft. Das ist, wird so bei, wenn man es sich übergessen hat, bei Gänsebraten und so weiter, wenn man Fettiges gegessen hat. Das sind so drei von einigen unseren Bitterstoffpflanzen. Mhm. Und das macht man jetzt einfach so. Ich habe hier 38%igen Alkohol. Und um mir so einen kleinen heimischen Schwedenbitter zu machen. Also Schwedenbitter ist in aller Munde, aber das ist, es sind oft sehr ausländische, sehr stark wirksame Pflanzen, die nicht bei uns vorkommen. Und ich mache hier den heimischen Schwedenbitter. Ich nehme die Pflanzen, die hier wachsen. Und das kann ich einfach mit Stumpf und Stiel rein damit. Auch die Stiele kommen mit rein. Wie lange lässt man das dann stehen? Das lässt man ungefähr 3 bis 4 Wochen stehen. Und dann hat man einen schönen Schwedenbitter. Und da kann man dann, also sagen wir mal, ein Löffelchen bei so Beschwerden in der Rekonvaleszenz oder wenn man sich übergessen hat oder so, kann man so ein 30 Tröpfchen auf ein Glas Wasser oder ein kleines Schnapsgläschen voll. Also das ist ein Schwedenbitter. Man kann Schwedenbitter, der hat so eine umfassende Wirkung, da müsste man sich jetzt noch tiefer mit beschäftigen, durch die vielen Bitterstoffe da drin. Ne? Mein Schwedenbitter ist noch umfangreicher, da mache ich die anderen Heilpflanzen auch noch rein. Bisschen Kamille oder die Pflanzen, die mich so begleiten, wo ich denke, wenn du schon Schwedenbitter hast und das so ein allumfassendes Heilmittel ist, dann machst du da die anderen Heilpflanzen auch rein. Aber die Grundlage sind die Bitterstoffpflanzen. Mhm. Und ich könnte mir aber auch die alkoholfreie Variante machen und die Kräuter zusammenmischen und einen Tee. Unbedingt. Die ganzen Kräuter zusammen, reppeln und dann hat man sie als Tee. Dies, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte das nicht innerlich, es ist mein Mückentötulin, mein Mückenabwehrmittel. Also viele sind dann im Sommer so geplagt und wenn man das 4 Wochen stehen lassen hat, abgegossen hat, die Bitterstoffe, die jetzt drin sind, wehren auch so die Mücken ab. Also dann kann man seine Beine einreiben oder auch danach. Schwedenbitter geht auch gut, wenn man so einen großen Mückenstich oder irgendeine Entzündung hat, auch äußerlich damit einreiben. Mhm. Also es ist umfangreich, der Löwenzahn ist umfangreich einsetzbar. Innerlich wie äußerlich. So ist es. Und für zum Tritt in Hintern und für Rheuma und zum Reinigen. Und ist unsere ganz große Pflanze, die uns wieder so Lebenskraft gibt. Denn das Besondere ist, die Leute essen es oft gar nicht. Das schmeckt bitter und ist die giftig und die Stängel sind giftig und was ich da alles höre. Das ist eine unserer größten Heilpflanzen. Also das Bittere ist in unserer Ernährung komplett rausgezüchtet. Wir haben kaum noch etwas. Und gerade das Bittere ist wichtig für alles, für Herz und Magen und für den ganzen Zusammenspiel. Und ich sehe manchmal, auch in meinem Leben, das Bittere war wichtig. Zuerst habe ich gedacht, oh, bitter, bitter. Und Jahre später dachte ich, wie gut, es hat mich vorangebracht. Hat mein Leben Tiefe gegeben, Wurzel gegeben. Also ich bin jetzt dankbar, dass ich auch einiges Bitteres in meinem Leben habe und sehe manches anders. Die Pflanzen zeigen es mir ja. Sie sind Heilmittel, bittere Heilmittel. Bittere Heilmittel. Vielleicht für Sie auch eine Idee, sich mal damit zu beschäftigen, auch mit den Bitterpflanzen. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen, an die Brennnessel, an den Löwenzahn und die anderen Bitterpflanzen. Aber vielleicht auch eine Idee, das mal auszuprobieren in so einer Kur. Oder wenn Sie Beschwerden haben, auf jeden Fall sehr viel Freude beim Ausprobieren.